Tag 2 des russischen Angriffs auf die Ukraine. Luftangriffe sorgen für Angst bei der Bevölkerung in der Hauptstadt Kiew. Viele Menschen suchen daher Schutz in Notunterkünften, so wie hier. Die 36-jährige Hotelköchin Aljona Tatschenko beschreibt die Situation. Es ist schwer, aber ich halte durch. Haben Sie heute geschlafen? Wir haben geschlafen, aber wir wachten von einer Explosion auf. Um 4.20 Uhr wurde in der Nähe unseres Hauses eine Rakete abgeschossen. Sind Sie vom linken Ufer von Kiew? Ja, und ein Haus in der Nähe fing Feuer. Es gab viele Opfer. Wir haben bis 7 Uhr gewartet in unserer Wohnung, im Flur, im Badezimmer, bis zum Ende der Ausgangssperre, damit wir hierher kommen können. Ich arbeite hier. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew leben rund 3 Millionen Einwohner. Viele sind seit Donnerstagmorgen geflohen, da heftige Angriffe durch russisches Militär befürchtet wird. In der Nacht zu Freitag heulten Sirenen und Explosionen waren zu sehen und zu hören. Die Einwohner der Stadt wurden aufgefordert, sich in Notunterkünfte zu begeben.